herzlich willkommen zu einer neuen Info-News. So, meine Damen und Herren, ich zeige euch jetzt das Tutorial für den SCS-Konvoi mit bis zu aktuell 128 Spielern. Also für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben aktuell die Möglichkeit im SCS-Konvoi bis zu 128 Spielern auf einem Server, also auf dem Server, den du hostest, den du erstellst, na, wie man es halt so kennt, mit 8 Spieler kannst du jetzt bis 128 spielen. Das haben wir jetzt erstmal getestet, da schon mal vielen Dank an RPM und an die Nordic Cargo. Wir haben jetzt die letzten Tage getestet, wie die Bekloppten, da nochmal danke dafür und natürlich auch die anderen, die alle mitgefahren sind. Fand ich super mega cool, wir hatten es im ATS getestet, da lief es um einiges stabiler wie beim ETS 2, haben wir festgestellt. Testen wir übrigens am Sonntagabend, testen wir das Ganze nochmal beim ATS, weil es da einfach ein bisschen stabiler lief, das Ganze. Ich will euch heute in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr und was ihr da machen müsst, damit ihr das genauso testen könnt. Und vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp, wo es vielleicht dann besser läuft. So, getestet haben wir das ja mit 128 Leuten. Ich zeige euch das gleich, wie das funktioniert. Wir hatten da ein bisschen Schwierigkeiten, weil dann zweimal das abgestürzte Spiel. So, wir haben nicht gewusst, wo kann es dran liegen. Dann haben wir nochmal in dem Livestream, hatten wir nochmal erwähnt, dass jeder bitte Folgendes macht. Und das zeige ich, ich packe euch das jetzt gleich auch unten in die Beschreibung mit rein, dass ihr wisst, was Phase ist. Ihr müsst in-game, wenn ihr in-game seid, müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst die Konsole aufmachen. Das ist schon mal das Erste, was ihr machen müsst. So. Wie man die Konsole öffnet, hoffe ich, weiß jeder, wie es geht. Hoffe ich. Ansonsten nochmal googeln, relativ einfach. So, passt auf. Ihr braucht Folgendes. Ich suche mal schnell meinen Befehl raus. Wo ist er jetzt? Da ist er. So, ihr braucht in der Konsole, müsst ihr eigentlich, wie schon gesagt, ich schreibe euch das unten in der Beschreibung rein. Ihr könnt euch das dann rauskopieren und dort reinschreiben. Das ist dieser Satz G oder dieser Befehl G-Max Motorfehlfunktion. Das ist auch noch so eine Scheiße. G-Max-Konvoi-Size und dann 128. Gleich vorweg, ihr könnt nicht 200 oder 300 oder 500 reinschreiben, das wird nicht funktionieren. Maximal sind 128, alles was drüber ist, schmiert dein Spiel von Haus aus ab. Da passiert gar nichts. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist, das ist wichtig, bevor ihr den Konvoi startet, müsst ihr das im Singleplayer machen. Ne? Also ihr geht euer Spiel rein, geht rein in Singleplayer, Konsole auf, diesen Satz rein. Wenn ihr das gemacht habt und so drin steht, Enter drücken, dann geht ihr hier wieder raus und dann geht ihr hier in euren Konvoi. Und macht Folgendes. Und wir husten. Dann habt ihr hier, ihr seht es schon, normalerweise waren wir immer bei 8. 8 ist so die Grenze, wo SCS gesagt hat, ja, das machen wir, das testen wir, das probieren wir aus. Und wir können jetzt, ihr seht es jetzt selber, wir haben es getestet im Livestream mit 30 Leuten. Wir hatten auch schon, wie gesagt, diese 128. Warte mal hier, jetzt hat er gerade den ganzen Server geladen. Hier bis 128 kannst du das jetzt hochschrauben. Wenn du, ich würde empfehlen, dass ihr auch dieses 128 reinschreibt, aber im Nachhinein könnt ihr dann entscheiden, wie viele Leute auf eurem Server dann, auf eurer Sitzung, dann da mitfahren in eurem Konvoi. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Zumindest die Möglichkeit besteht, dass 128 mitfahren könnten. Wir haben festgestellt, dass ihr, wenn ihr diesen G-Max Size Konvoi, diesen Befehl nicht reinschreibt und einfach so mit dazu joint auf dem Server, dann schmiert das Spiel ab. Das heißt, jeder, der damit rauf will auf dem Server, muss diesen Befehl eingeben, sonst schmiert euer Spiel ab. Aber alle, auch derjenige, der den Server hostet. Also da müsst ihr bitte aufpassen, ihr müsst das irgendwie nochmal kommunizieren, bitte an alle, die hier irgendwie mitfahren wollen, bitte schreibt diesen Satz unten mit rein. Und dann könnt ihr hier das abändern. Ich habe es, wie schon gesagt, wir haben es getestet mit im ATS. Im ATS hatten wir 128, wir waren dann roundabout 25 Leute beim ersten Tag, ich lasse jetzt mal 30 drin, ist wurscht. Hatten wir gemacht. Hat auch gut funktioniert. Im ATS war erste Sahne. Kein Scheiß, ich war echt überrascht, dachte mir, es lief wie geschmiert. Dann haben wir es beim ETS 2 getestet, da lief es nicht ganz so rund. Wir hatten da Spielabstürze, das lag wahrscheinlich an diesem G-Max-Konvoi Size 128, weil viele das noch nicht eingetragen hatten als Befehl in der Konsole. Sie hatten es eingetragen, danach sind wir nochmal online gegangen, hatten nochmal getestet und dann waren wir dann mit 30 Leuten roundabout unterwegs und das lief echt super über Schweizer Alpenpaarstraße, mega gut. Ne? So, und das ist das, was eigentlich Phase ist. Also ihr müsst eigentlich nur den Befehl eintragen, dann tut er den Konvoi erstellen, in dem Fall jetzt hier, ich habe es jetzt mit 30 Leuten erstellt und dann geht es eigentlich schon los.
Ich tue jetzt die Sitzung wieder schließen. Auch ganz wichtig, wenn hier dann, wenn ihr als Beispiel 25 Leute sind, dann erscheint hier so ein Balken, dann könnt ihr runterscrollen und gucken, wer denn alles mitfährt bei euch. Das Coole ja ist ja an dem, dass du ja mehreren Usern oder die Leute, die mitfahren, die du dann auch kennst, als Admin befähigen kannst, ne? Befördern als Admin. Und dann kann der auch jemand aus dem Server kicken. Das finde ich eigentlich ganz, ganz praktisch, das Ganze. Ne? Ich gehe jetzt hier nochmal raus, denn ich will mal schnell in den Konvoi schauen, ob sich der eine oder andere schon traut, hier mehrere Server zu erstellen, also mit mehreren Spielern. Es funktioniert auf alle Fälle. Und das ist das Coole an der Geschichte. In der 1.40, muss man erwähnen, gab es das auch schon, aber nichts von Seiten von SCS, sondern mit einem Plugin. Also man musste extra ein Programm starten, dann konnte man das einpflegen, konnte man das testen, ging aber auch nur eine gewisse Zeit. Und das war natürlich doof, logisch. War nicht so der Hit, denn das war ziemlich dann schnell vorbei, das Ganze. Ihr seht, hier sind alle Server noch, oder sehr viele Server online, aber alles halt mit 8 Leuten. Da siehst du kein... Oh, hier zum Beispiel, guck mal hier. Drive and Chill, Use East, 128 Player. Da ist jetzt zum Beispiel einer drauf. Hat schon jemand erstellt. Hier zum Beispiel, das war Better, Tschechoslowakia, die haben auch schon 128. Da könnt ihr sehen, das wird schon fleißig getestet und ausprobiert, wie die Server laufen, wie stabil das alles läuft. Und ja, SDS hat auf alle Fälle gesagt, zumindest hatten wir so die Info, ihr könnt das probieren, aber auf eigene Gefahr, auch ganz klar. Also ihr seht, 2 Server oder 3 hatten wir jetzt schon gehabt mit 128. Ihr könnt es deshalb einfach testen, einfach ausprobieren. Und dann müsst ihr halt einfach gucken, inwiefern das alles stabil läuft. Ich war gestern der Server-Hoster, also ich habe den Server erstellt mit 30 Leuten. Wir waren dann auch mit 30 Leuten on the road, über die ganze Schweiz waren wir da verteilt, war übelst cool, war echt geil. Hat auch echt gut funktioniert. Hier und da ein paar kleine Ruckler. Katze hat dann auch nochmal einen Server erstellt, richtig. Das hat dann auch gut funktioniert. Auch hier und da mal ein paar kleine Ruckler. Kann aber dann auch im Internet liegen. Das Schwankungen, das weiß man nicht so genau. Aber lief wirklich erste Sahne für das, dass wir 30 Leute waren. Und war perfekt. Vor allem dann mit Traffic dazu. Man kann ja den Traffic einschalten, das wisst ihr selber. Hier zum Beispiel fährt es rum. Und wenn du hier mit 30, 40 Leuten unterwegs bist, übelst cool. Hat echt Spaß gemacht. Also... Ich will jetzt nicht sagen, viele haben schon gesagt, wenn das klappt mit, wir sind ja nach wie vor in der experimentellen Beta. Es ist natürlich so, wir wissen nicht, ob es bleibt. Schon mal das Erste. Deshalb probiert es aus, testet euch dadurch, macht mal einen Abend, wo ihr alle gemeinsam fahrt. Schadet nicht, ich finde es echt mega cool. Und dann schauen wir mal, was in der Open Beta, weil wir sind experimentell, dann kommt die Open Beta und dann kommt die 1.50. Ob das dann da bleibt, das wissen wir ja aktuell nicht. Vielleicht wird es in der Open Beta noch mal ein bisschen stabiler. Denn wir wissen ja aktuell, man sieht es ja zum Beispiel an die Namensschilder, die ich eigentlich hier drin habe, die sieht man nicht. Also wir haben hier natürlich noch Bugs mit dabei, das ist klar, ist auch verständlich, ist auch voll in Ordnung so. Wir testen erstmal. Ich würde jetzt einfach sagen, ihr habt jetzt soweit hoffentlich alle verstanden, wie es funktioniert. Konsole öffnen, Befehl rein, Spiel starten, Konvoi starten oder Konvoi hosten und dann schauen, wie viele Leute bei euch mitfahren wollen. Und dann probiert es einfach mal aus. Wenn ihr da andere Infos dazu habt oder eine Idee habt oder whatever, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Teilt das Video recht fleißig, damit jeder Bescheid weiß, wir können da uns da ein bisschen erweitern, denn das ist das, was sich viele gewünscht haben, mehr als wie mit 8 Spielern gemeinsam auf einer Karte zu fahren. Und vor allen Dingen jetzt mit diesem Update lohnt sich das auf alle Fälle. Und seid nicht ängstlich, ladet euch die experimentelle Beta runter und fahrt einfach mal eine Runde. Es ist echt geil geworden, rein Ruhrgebiet, die Schweiz, göttlich, wer gestern den Livestream gesehen hat. War echt mega. Falls Fragen, dann gerne in die Kommentare. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis bald und tschüss.